So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Folge 3, 4 vom Work and Resource Staffel 7. Na, wie eben erzählt, habe ich gewartet. Wir haben inzwischen unsere kleine Stadt soweit fertig. Der Müllplatz erreicht alles. Wir haben eine Kirche. Wir haben eine Kneipe. Wir haben eine Bushaltestelle, einen Kindergarten. Eine Schule, ein Fußballplatz, ein Amphitheater und ein kleines Einkaufszentrum. Sehr schön ist das alles, nicht wahr? Und wir haben auch die beiden Bauämter. Ich habe da auch schon eingestellt, dass Treibstoff kommt. Und dabei ist mir was richtig Geniales aufgefallen. Und zwar, wenn ich mir die Route angucke, dann hat er jetzt hier Dots mit 1, 2, 3, 4, 5, die wirklich gut erkennbar sind. Das war vorher ein bisschen schlechter. So sieht man das jetzt wirklich sehr, sehr gut. Und muss nicht diese Linien nachverfolgen, wo er hinfährt. Und dann kann man viel schneller erkennen, ob man das richtig oder falsch gemacht hat. Habe ich auf jeden Fall eingestellt. Der fährt jetzt hier schon die Sachen hin. Ich meine, es hilft nicht, weil ohne Strom können die den Treibstoff nicht in die Fahrzeuge laden. Davon mal abgesehen. Und hier ist jeweils nur ein Slot frei. Da weiß ich nicht, was ich da reinmachen werde. Wir haben auf jeden Fall Bagger drin, Kipper, Planierraupen. Und ich habe einen Kran geholt, einen Turmdrehkran. Falls wir jetzt größere Gebäude bauen, ist der auf jeden Fall sinnvoll. Der Wasserbrunnen klein hat auch noch keinen Strom. Das hat keinen Strom und das fehlen Ressourcen und. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den einfachen an. Hier fehlen Chemikalien. Und da können wir gucken, ob wir ein gebrauchtes Auto kaufen können. Wir brauchen einen mit abgedeckter Ladefläche. 19 Jahre, 3,6. Ja, 19%, 3,6. Kaufe ich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was der neu kostet. 4,3. Ja, 700 gespart, 600. Das passt schon. Achso, und ich muss ihm sagen, er soll da bitte rausfahren. Das heißt, jetzt fangen wir dann gleich mit dem Strom an. Vielleicht sollten wir dafür die technischen Dienste nochmal umziehen lassen. Die machen da irgendwie sehr wenig Sinn. Technische Dienste, wo sind sie? Müllplatz, nein. Da. Technische Dienste, die... Hey, die kostenlosen. Wo setzen wir die hin? Gegenüber der Kirche, nein. Gegenüber vom Kindergarten? Nein. Hier am Stadtrand. Ich meine, die werden eh irgendwann abgelöst, nicht? Von technischen Diensten, die ein bisschen größer sind. Das ist nur, falls es schneien sollte. Alle Fahrzeuge bitte darüber. Die Einstellung bitte kopieren. Und... wir sehen, das hier sind übrigens 1000 Meter, also 1 Kilometer Strecke bis hierhin oder auch bis hierhin. Das sind 2 Kilometer, das reicht schon überall hin und 3 stellen wir sicherheitshalber ein, obwohl 2 reichen nicht für den Kleinen. Der soll gar nicht mehr machen. Die Fahrzeuge fahren jetzt hier rüber, dann können wir das hier nämlich auch abreißen. Klingi-dongi, abreißen, da. Und die Straße zurückbauen. Endlich. So. Das kleine Ding. Sagen wir, er darf Chemikalien holen. Und du darfst die Chemikalien dorthin bringen. Und wir warten sogar, bis es leer ist. Weil das Ding hat 2 Stellplätze. Das heißt, der kann da stehen und die Müllabfuhr kann da trotzdem ranfahren. Das ist schon ganz gut. Dann kann er hier nach und nach Chemikalien hinliefern. Das heißt, das Einzige, was jetzt großflächig fehlt, ist Strom. Und wie ihr seht, habe ich die Straßen umgebaut und renaturiert. Also wir haben jetzt hier so eine Idee von mir. Also wir hatten sonst hier mal einen großen Kreisverkehr, der hier ranging. Und das gab Chaos, nicht? Chaos ohne Ende. Jetzt haben wir 3 einzelne Straßen, die in so einem großen Autobahnkreuz enden eher. Und alle, die von da kommen, von dieser doppelspurigen Autobahn später, werden hier raufgeleitet auf die Seite. Die in der Mitte kommen dann wahrscheinlich aus der Stadt oder hier lang. Wahrscheinlich eher für so
Nahrung und sowas. Und hier für Öl haben wir auch einen extra Anschluss, der geht dahin. Und hier noch so ein Verbindungsstück, was alle drei dann verbinden wird am Ende. Vielleicht machen wir das auch noch ein bisschen weiter hier runter, wenn die Tankstelle weg ist, dass das eher so ein gleichmäßiges Dreieck ist. Genau. Strom kriegen wir. Jetzt müssen wir den Strom verteilen. Das wird spannend. Und was übrigens auch neu ist, da oben die Dinger kriegen jetzt Farbe. Neue Autos sind anscheinend grün. Einfache Benachrichtigung. Rot ist Ärzte, blau ist irgendwie Regierung. Also da gibt es verschiedene Farben für verschiedene Typen. Ich weiß gar nicht, ob die Farben hier irgendwie zuordbar sind. Aber ja, ist eine kleine Neuerung, aber auf jeden Fall nicht die verkehrteste. Strom. Strom, 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 Strom. Ich habe hier sehr viele DLC-Workshop-Objekte zum Verteilen der Sachen. Und so wie ich bisher immer den Strom verteilt habe, hat es mir nicht gefallen. Also, wie verteilen wir das jetzt? Eigentlich will ich ja nicht diese Durchlaufdinger. Ich brauche eigentlich einen Anschluss mit vielen Verteilern jedes Mal. Die Standarddinger, die gibt es nur entweder in klein. Ich weiß gar nicht, was das hier bringen soll. Weil da würde 2 Megawatt ankommen und ich würde 2 Megawatt weiterleiten. Irgendwie ungünstig. 2,35 Megawatt. Das macht halt dann Sinn, wenn ich das auf 3, 0,65 oder sowas aufteile, nicht? Das wären dann 1,8, 1,9. 3, 1,2 wären 3,6, also. Oder auf 4, 0, wären 2,4, 2,5. Ja, okay, 4, 0,65er könnte ich hier anschließen. Aber. Ich glaube, die sind dann, dann habe ich überall kleine Stromkästen. Weiß nicht, ob das so viel besser ist. Ich mag das nicht so. Es gibt hier irgend so eine Splitter, die habe ich mir aber nie angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie die funktionieren. Die sehen so komisch aus mit ihrem Abstand aus dem Workshop. Deswegen habe ich die nie benutzt. Und am besten war eigentlich immer, habe ich die da oben noch drin? Ja, diese Sachen hier. So ein Zweierverteiler für die Stadt oder so, der dann hier den Anschluss kriegt, vielleicht am besten hier hinter direkt. Irgendwie. Dann kriegt er hier seinen Stromanschluss und verteilt die beiden in die Stadt rein. Kann es von da aus auch nicht weitergehen. Will ich auch gar nicht. Aber später reißen wir das ab. Also, wie viel Sinn macht das? Vielleicht eher, das hier vorne an dieser Autobahn zu klamüsern. Und wir brauchen immer so eine Dreiteilung, nicht? Eine geht hier lang, eine geht hier lang und eine geht dahin. Also eigentlich so ein bisschen wie die Autobahn. Wir könnten auch an den Autobahnen die Sachen hinmachen. Und dann immer wieder Verteiler zwischenzimmern, die vielleicht in Niedrigspannung rübergehen. Eigentlich könnten wir die wirklich überall hinbauen, nicht? Und dann immer zwei anschließen. Das dürfte total reichen. Und dann die kleinen Dinger links, rechts. Das große brauchen wir nicht. Weil sonst habe ich immer die gebaut und bin dann von denen nochmal abgegangen. Aber ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist. Vor allem weiß ich noch nicht, wo die Straßenanschlüsse hinkommen. Aber so haben wir mehr Flexibilität später. Also wenn ich mich irgendwann mal umentscheide, irgendwas zu machen, zum Beispiel hier die Straße umzubauen. Dann würde ich sagen, bauen wir den so hin. Nicht? Dann können wir hier nochmal abgehen, da nochmal abgehen und weiter nach vorne gehen. Und kommen von da oben. Das ist vielleicht nicht verkehrt.
Und hier können wir nach links rüber auf dieser Höhe. Dass wir den hier so hinbauen. Und wir machen das alles freihändig, nicht? Also wenn es krumm und schief wird, dann ist es diesmal so. Wir haben gesagt, das nehmen wir in Kauf. Und die Autobahn, ich glaube, die ist die erste, die wirklich fix bleibt. Aber da können wir auch den Verteiler hier hinten hinsetzen. Vielleicht noch ein irgendwo hier. Und dann können wir nach hier weiter, nach da weiter oder nach unten weiter. Hochspannung. Ich nehme den größten verfügbaren Mast natürlich hier vorne. Und wenn wir hier rangehen wollen, wäre das natürlich eine maximal blöde Höhe. Schaffen wir, dass wir da rüberkommen? Nee, nämlich nicht. Weil da ein Gebäude im Weg ist. Das ist natürlich schlecht. Jetzt ist da die Tankstelle im Weg. Die später vielleicht gar nicht mehr im Weg ist. Oh no. Ich meine, wir können mit dem noch nach vorne gehen und dann nach hinten, aber eigentlich ist es bescheuert. Auf der Höhe. Andererseits gehen wir ja mit dem nicht gerade darüber. Das heißt, der kann auch ein Stück höher. Dann machen wir das halt so. Wenn die Tankstelle das jetzt sonst verhindert, dass wir hier weiterkommen, dann machen wir das so. Und deswegen mag ich auch den Realistisch-Modus, weil man in Ruhe erstmal vorplanen kann, die Sachen. Und dann sagen kann, das passt mir nicht. Aber ich möchte das nochmal umbauen. Und das alles ohne Komplikationen oder dass dann was in Stein gemeißelt ist. Oh, das geht nicht. Dann fangen wir lieber von der Seite vielleicht an. So. Hätten wir auf jeden Fall erstmal ein Hochspannungsnetz. Finde ich gut. Dann brauchen die nur Anschlüsse. Eigentlich da unten hin. Und dann tingeln die erstmal alle los und dann lassen wir sie die erstmal in Ruhe bauen. Ich glaube, damit haben sie erstmal gut zu tun. Und jetzt können wir die Verteiler können wir schon mal einplanen. Da habe ich gesagt, nehmen wir dann lieber die hier. So, jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich von dem hier hinten einen Verteiler hinbauen möchte. Dann brauchen wir trotzdem nochmal einen Verteiler hier, der von dort angeschlossen wird. Und dann vielleicht da hinten rangeht. Das Blöde ist, wenn wir bei den Strom jetzt irgendeinen Scheiß machen und da was im Weg steht,
dann können wir es nicht wieder abreißen, nicht? Also der Strom ist final. Weil den Strom zu ändern ist wirklich tödlich. Und ich finde, für die Industrie nehmen wir diese blauen Verteilerkästen. Hier bei denen können wir die sogar direkt in die Mitte packen. Dann sind die alle schon mit angeschlossen. Und der andere kommt dann hierhin irgendwo. Dann sind auch die Pumpen mit angeschlossen. Nimm mal ein bisschen Abstand zur Straße lassen, würde ich sagen. Und wir machen aber unterirdische. Man kann nämlich in dem Spiel auch in mehreren Ebenen unterirdisch bauen. Es gibt auch sowas wie U-Bahn, nicht wahr? Also da habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Außer, dass die Kabel dann hier hässlich aussehen. Nee, ich glaube, das geht auch in die falsche Richtung. Wenn ich den so rumsetze. Eigentlich müssen wir den ja so rumsehen. Okay, der blaue ist scheiße, weil er in die falsche Richtung macht. Also mit dem, der geht auch in die falsche Richtung. Der auch. Alter, das ist doch kacke. Der auch. Der Turm geht zur Seite. Der ist gut. Dann nehmen wir den. Das ist ein bisschen besser. Und unterirdische Kabel und... Eine andere Infrastruktur steht im Weg. Ah, lass mich raten. Der ist nicht kompatibel mit unterirdischen Kabeln, weil das ein Workshop-Objekt ist. Das ist leider manchmal so der Fall. Da kann man nichts anbauen dann. Wir könnten den Standard einfach nehmen. Dann bauen wir den. Der ist auf jeden Fall zuverlässig und funktioniert. Und dann nehme ich lieber das. Und dann können wir eigentlich auch oberirdisch hier den Strom legen. Plonk. Und bei dem ist, glaube ich, relativ Wurst. Ja, aber schon schön, wenn wir auf der Seite einfach, wo der Strom eh lang läuft, entlang gehen. Auch wenn es dann ein bisschen, ja, vielleicht umständlicher ist. Aber ich habe das Gefühl, ich baue mir sonst die Ecke zu doll zu. So, und dann hätten die beiden auch schon hier Strom in der Ecke. Und jetzt hier in der Stadt brauchen wir einen größeren Verteiler. Webcam haut heute irgendwie ab. Joa, passiert. Technik ist so, wie sie ist. Und, da nehmen wir welchen? Vielleicht da den großen? In die Mitte? Selbst die Webcam kann das hier nicht mehr ertragen. Ich meine, wenn wir den hier hinbauen... Eigentlich ist das halt so ein Gebäude, was man nicht in der Stadt haben will. Aber durchaus gibt es sowas ja auch öfter in der Stadt. Am besten hier hinten, wo vielleicht so eine Anlieferung dann hinkommt. Nicht? Wir haben ja hier hinten Anlieferung und sowas. Dann machen wir das dahin. Ha. Ansonsten... Aber ich habe noch nie so viele gebraucht in der Stadt. Aber andererseits will ich auch nicht so viel Kabel in die Stadt legen. Das ist der große davon und das ist der kleine davon. Sonst muss ich überall Verteiler hinbauen. Dann würde ich sagen, bauen wir den hier einfach im Hintergrund hin. So. Und... Vielleicht hier?
Und gehen dann von da ran. Das klingt nach einem Plan. Ist zwar ein weiter Weg, aber das wird schon klappen. Strom ist eh am Anfang mit das teuerste, was man bauen muss, leider. Aber da kommt man nicht drum herum. Ich hoffe, der hat den jetzt auch mittig angeschlossen. Sieht gut aus. Planung bestätigen. Und in die Stadt gehen wir aber auch mit Unterstromkabeln. Und bei den Stromkabeln ganz wichtig, gerade die, die unterfließen, falls da Kabel kommen, also nicht Kabel, sondern Wasserrohre und Co., sollte man die tiefer legen. Das kann man mit Q und E machen, dass die dann hier drüber oder drunter verlaufen können. So als Hinweis. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich oft vergeigt habe. Diesmal denken wir aber dran. Ja. Hm. Müssen wir eigentlich dahin? Können wir so rum? Ah, so ist das schöner. Direkt durch den Strommast. Perfekt. Du bist verbunden. Sehr gut. Ihr seid verbunden. Du bist verbunden. Du bist verbunden. Du bist verbunden. Und dann können wir in der Stadt die... Da stelle ich am liebsten die grünen auf, die ich aus dem Workshop habe. Die gefallen mir am besten. Die sind so schön klein. Weil die kann man zum Beispiel immer in die Müllplätze stellen. Und zwar so, dass sie dann nicht im Weg stehen weiter. Zum Beispiel hier einfach vorne ran. Oder bei unterirdischen Kabeln kann man die auch nochmal drehen und so. Ich finde das auch eigentlich ganz passabel. Man sieht nur leider nicht, ob man den richtig stellt manchmal. Nicht, dass er da in der Wand drin steht. So ist gut. Nicht? Und dann werden eigentlich alle Gebäude gerade versorgt, die wir haben. Wir haben ja noch nicht so viele. Und die kriegen dann auch die Mittelspannung. Und da würde ich sagen, gehen wir von dem ab. Und hier das Gleiche. Schön auf 11, 12 Meter erstmal runter. Dann bis rüber. Und von dort wieder hoch. Und dann verbaut man sich das mit Abwasser und Wasser nicht. So, wenn wir das haben mit dem Strom, kommt nämlich das nächste. Wasser und Abwasser. Apropos Abwasser. Okay, der da oben, der Brunnen ist mit angegossen. Die brauchen das hier auch. Da da hinten Abwasser mit hinkommt, brauchen wir hier auf jeden Fall eine Dreier- oder Vierer-Verteilung noch. Hier so eine Dreier-Verteilung. Das klingt gut. Dann bauen wir die vielleicht hier hinter. Und können das da oben anschließen, weil von da kommt ja nicht mehr hin. Wäre eine Option. Und hallo, Duffkind. Da können wir dann auch ein unterirdisches Kabel nehmen. Andererseits läuft da auch nichts. Können wir also eigentlich auch oberirdisch bauen. Welchen anderen noch, der passt? Ein Zweier ist nicht gut. Ja, der 3 ist eigentlich schon der optimale. Ha, 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 ha.
bin so ein bisschen mit dem Hinstellen so unzufrieden. Falls sich hier nämlich den Weg mal dahin anschließen wäre, anstatt hier, wäre das blöd. Andererseits kann ich hier nichts mehr hinstellen. Dann machen wir ihn dahin. Und Hochspannungsanschluss natürlich. Und das wird ganz günstig und billig. Da muss auch kein irgendwas vorbei. Da müssen wir auch nicht tiefer. Bei der kurzen Strecke macht das keinen Sinn. Und hier stellen wir wieder die Standardsachen hin. Die brauchen auch Strom. Reicht eigentlich, wenn ich einen hier platziere. Ah, ist echt weit außen, nicht? Mitten im Nirgendwo. Erinnert mich ein bisschen an Jurassic Park, wo die den Strom auch so weit innen drin haben. Und dann da die den Notstrom anmachen müssen und die Dinos da schon längst gesnackt haben, die Leute. Und die kriegen auch einen Anschluss. Aber überirdisch, oder? Dann haben wir nicht so ein Problem. Die zeigen natürlich genau in die falsche Richtung. So. Dann haben wir da oben auch Strom. Die Stadt hat theoretisch Strom. Und alle haben theoretisch Strom. Und die sind gut dabei. Die sind fix dabei. Wenn das hier steht, dann würde ich auch den Stromeinkauf, glaube ich, aktivieren. Obwohl wir unnötig Strom ausgeben, nicht? Solange wir kein Wasser haben, brauchen wir den Rest eigentlich auch noch nicht. Jetzt brauchen... Fangen wir mit Abwasser an, oder? Weil Abwasser geht immer hoch runter. Das ist ein bisschen sinnvoller, wenn wir das zuerst machen. Wir haben ja hier schon den einen Verteiler. Hier ist eine Straße, dann würde ich da den zweiten Zulauf machen. Vielleicht auf der Seite der Straße? Ne, auf der Seite der Straße. Macht Sinn, oder? Das Ding braucht aber auch Strom, darf ich nicht vergessen. Oder wir machen das... Weil hier soll ja das Werk ran, ne? Gut, Strom müsste der... Okay, wir nehmen erst die Pumpe. Wir gucken erstmal... Ja, okay, wir hätten hier Strom. Alles klar, dann können wir den hier hinsetzen. Und ich mache immer so... Die Insel ist ja ganz flach. Von daher, wir haben nicht das Problem mit Höhen und Tiefen. Ja, die Webcam will heute gar nicht. Ich sehe es gerade auch wieder. Naja, wenn ich mal weg bin, ich hoffe, ihr vermisst mich dann eh nicht. Vielleicht ist da auch eine riesige Spinne hinter mir an der Wand und die wird immer fokussiert. Und ich werde nachher schreiend wegrennen. Und zack. Und zock. So, die Sachen laufen dann nämlich auch fast richtig. Was fehlt hier? Ihr wisst es. Wer aufgepasst hat, weiß es. Die Pumpe. Eigentlich braucht man auf der Länge keine Pumpe, aber wenn ich die Pumpe jetzt nicht baue...
und später eine brauche, dann haben wir ein Problem. Deswegen lieber jetzt eine Pumpe und dann haben wir so einfach. Weil wir wissen, sowas wie Durchsatz von Wasser durchaus unsere eine Stadt komplett getötet hat. Und das brauche ich nicht normal. Dann den nächsten Abwasserknoten. Der eine, der ist da. Machen wir den anderen. Eine Pumpe kann ich hier nicht drunter bauen unter dem Strom. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die brauchen hier gar kein Abwasser. Wir können mal gucken. Brauchen die Abwasser? Nee. Die hier brauchen Abwasser, aber die haben hier später Abwasser. Eigentlich bauen wir nur hier Abwasser und hier oben bei denen. Also so viel brauchen wir noch nicht. Das heißt, ich würde sagen, wir ziehen das hier einmal einfach in dieser Achse entlang, wo später auch diese Autobahn verlaufen wird, und dann haben wir damit alles gemacht. Ich würde sagen, und das bauen wir hier nochmal, bevor ich kann die irgendwie nicht spiegeln. Achso, ich drücke auch R und nicht D. Pff. So, einmal hier. Ich weiß, ich werde mich irgendwann ärgern dafür, dass ich das mache. Aber wir bauen es dahin. Und vielleicht hierhin. Und hier bauen wir es hier hinten hin. Eigentlich genau dahinter. Ich glaube, das ist sogar okay. Und dann wieder irgendwo. Ah, vielleicht nicht hier am Strom entlang, nicht? Dass wir dann das eher seitlich links oder rechts vorbeiführen. Schwierig, schwierig, schwierig. Warum habe ich denn hier? Achso, hier ist das Wasser. Ah, okay, da muss ich aufpassen. Okay, das ist sehr tief. Dann würde ich sagen, dann machen wir da ein 15 Meter Ding hin, damit wir nicht irgendwelche Sachen kreuzen. Und ich muss die dichter bauen. Also muss ich nicht, aber sollte ich machen. Es könnte schon zu dicht sein, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde es halt einerseits, oh, das wollte ich nicht. Einerseits gut und andererseits schlecht. So, hier machen wir mal 10 Meter. Auch wenn ich die jetzt noch nicht brauche, wirklich, sehe ich sie einfach mal vor. So. Oh, das ist so eng zum Beispiel. Das ist zu eng. Und die fangen schon direkt an zu bauen. Eieieiei. Das ist, weil ich schon die Straßen angeschlossen habe, nicht? Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ich kann das jetzt nicht abreißen, weil er hier schon bauen wollte. Das heißt, wenn wir uns da noch gar nicht sicher sind. Ich habe ja gesagt, man kann zwar planen, aber man darf auch nicht vergessen, wenn man die Wege ranbaut, dass die dann schon loslegen unter Umständen und man dann am Poppes ist.
Das scheint zu klappen. Ich hoffe, dass das nicht problematisch ist. Ach ja, und hier fehlen ja auch noch die Rohre. Oh. Oh. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Dann machen wir es so. Dann haben wir noch das Außenrohr im Notfall für irgendwelche Sachen. Und der eine Brunnen. Und damit wir nicht zweimal bauen. Ah, das sieht scheiße aus. Nehmen wir das hier nochmal weg. So. Naja, gut. Lieber so, als einen Knick drin zu haben. Dann hätten wir erstmal das ganze Wasser angeschlossen bis hier. Und wir brauchen noch oben einmal Abwasser. Und wir brauchen einmal nach unten Abwasser. Das wäre hier. Da in die Richtung wollen wir weitergehen. In die Richtung wollen wir auch mit Abwasser weitergehen. Das ist auch echt immer ein Kostenfaktor. So. Na, will er nicht rangehen? Jetzt hat das. Manchmal dockt man auch nicht richtig an und dann wundert man sich, warum irgendwas nicht geht, wenn man startet. Und dann fällt einem auf, ah, der hat irgendwas nicht angebunden. Ich würde auch sagen, hier beim Müllplatz machen wir das mit dran, oder? Mal gucken, ob das passt. Platzt. Mal gucken, ob das platzt. Mal gucken, ob das reicht. Vom Platz her, wollte ich sagen. Sieht gut aus. Deswegen gut, dass wir das Stromkabel tiefer gelegt haben. Dann können wir das nämlich an einer Stelle so ein bisschen bündeln, die ganzen Sachen hier. Ah, der hat gar keinen Anschluss bekommen hier an das Straßending. Das ist ja kacke. Das ist Mist. So würde es nur gehen. Oh Mann. Der ist so eng dran. Wenn ich den jetzt aber abreiße, dann haben wir ein Problem mit den Rohren. Oh Mann, oh. Ah, das ist zum Beispiel so eine Sache, die einfach nervt. Er zeigt, hat ja vorher angezeigt, dass da eine Straße hinging. Okay, Pause. Abreißen. Manchmal sind das halt Mikrometer, die einfach fehlen. Und das ist wirklich belastend dann. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum der den nicht baut. Hä, warum ist denn der jetzt so groß, der Kasten? Aber nicht unser Kasten, den ich bauen wollte. Hä? Aber was ist denn das für ein grünes Ding? Mini-Switch. Wo habe ich denn das her? Das muss in irgendeinem geupdateten Workshop-Objekt drin gewesen sein. Interessant. Okay. Wir wollen ja das Ding hier. Und jetzt sieht man, eigentlich zeigt er den Weg an. Und manchmal sind das so Mikrometer, die reichen, dass er den Weg dann nicht setzen kann. Ärgerlich auf jeden Fall. Und noch ein Weg. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir den Strom noch rankriegen. Mittelspannungsleitung. Nee, nämlich nicht mehr.
Dim, dim, dim. Das war so schön, nicht? Alles geplant und dann diese Kackstraße, die nicht geht. Also sowas nervt tierisch. Und die haben schon angefangen zu bauen, diese Kacke. Bis hierhin. Das heißt, ich kann nicht mehr abreißen. Ohne den Abrissmodus. Oh, da haben wir aber echt Glück gehabt, dass die noch nicht weiter waren. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich noch? Weil ich komme hier nicht ran. So rum würde gehen. Warte mal, sind wir da auch wirklich dann dran? Sieht auf jeden Fall richtig aus. Und können wir dann da das Wasser noch ranmachen? Das Abwasser? Okay, so rum lässt das zu. Man sieht auch, das geht untereinander durch. Okay, puh. Konnten wir die Situation doch nochmal bereinigen. Aber das sind immer so Sachen, manchmal merkt man das nicht und dann wundert man sich stundenlang, warum irgendwas nicht klappt. Und dann sieht man, boah, der Anschluss ging einfach nicht durch. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Oh, und jetzt müssen wir überall die Sachen erstmal anschließen noch. Haben die genug zu bauen? Da haben wir, dort haben die... Das haben sie nicht, weil das keinen Straßenanschluss hat. Ja, so ist gut. Habe ich noch irgendwas versehen? Die hier haben keinen Straßenanschluss. Okay. Ja, das ist blöd, dass die beiden nach da zeigen. Ich würde zum Beispiel so Eingänge einfach nachträglich... Also, ich meine, ob der Straßenanschluss hier nach links oder rechts geht bei so einer Bodenwelle, ist doch eigentlich komplett Wurst, oder? Also, warum man das machen muss, ist halt... Erschließt sich mir nicht ganz so. Jetzt haben wir wieder das Problem, nicht, dass die zu eng wären. Kacke. Das heißt, eigentlich musst du zuerst deinen Weg irgendwie... Wo kannst du da rüber? Wenn der da drüben so ran kann... Kannst du doch bestimmt hier gerade ran. Komm. Ah. Aber ich glaube, besser geht's nicht. Aber das ist so eine Stelle, die würde ich irgendwann mal umbauen wollen. Und die kann man fast nicht mehr umbauen. Auch jetzt nicht mehr. Naja, gut. Wir bauen später irgendwann schöne Wege dahin. So in 300 Jahren. Ihr macht mir im Chat ganz schön den Mund wässrig, indem ihr über geile Fahrradtouren redet. Und hier ist das Wetter einfach so beschissen, dass man einfach nicht losfahren kann. Oder das Wetter vor allem, nicht... Man muss ja auch sagen, das Wetter ist ja nicht mehr unbedingt schlecht, aber es ist so unbeständig, dass man nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist. Das ist mehr so die Problematik. Also man kann sich einfach nicht drauf verlassen und das nervt tierisch ab. Wenn ich weiß, morgens bis 12 regnet es, dann fahre ich ab 12 los, alles gut. Aber hier ist ja so, um 12 regnet es, um 13 Uhr mal, dann um 15 Uhr. Immer mal wieder so Pissregen, aber dann auch so ein Regen, wo man sagt, oh, da kann ich nicht mal eben draußen sein, weil es wirklich schüttelt, teilweise mit Gewittern, und dann ist wieder gut. Und dann denkst du dir so, boah, jetzt sitze ich drin, aber jetzt für eine Stunde rausgehen lohnt sich halt auch nicht. Also es ist echt beknackter Kack, dieser Sommer. Dann würde ich sagen...
Das ist ja die Seite mit dem Brunnen, da wollen wir nicht weiter bauen. Dann schließen wir da das Ding hier an, den Abwasseranschluss. Das ist eins, was wir eigentlich nicht mehr benutzen. Braucht das Strom? Das braucht keinen Strom, oder? Achso, unterm Stromdings... Ah, da ist ein Stromkabel, deswegen kann ich es da nicht setzen. Ich habe mich gerade gefragt, hä, warum kann ich es da jetzt nicht hinflanschen? Okay. Dann hätten wir hier aber Abwasser in dem Bereich. Hier können wir auch noch Abwasser geben über den Anschluss. Hier könnten wir Abwasser geben. Auch brauchen wir nicht. Und von hier gehen wir in die Industrie. Von hier gehen wir in die Stadt. Und von hier können wir auch nochmal in die Stadt zur Not runter. Oder auch in die anderen Industrien. Das heißt, Abwasser hätten wir jetzt komplett geplant. Ich würde sagen, das kann sich erstmal zubauen lassen. Das wird ein bisschen dauern. Strom ist auch fast fertig. Und dann können wir die ersten Industrie planen. Also Wasser müssen wir noch machen. Das sollte aber kein Problem sein. Wir orientieren uns so ein bisschen am Abwasser. Und dann die erste Kiesindustrie in Angriff nehmen. Und dann auch die erste Siedlung vielleicht. Die Leute hier einziehen lassen und mal gucken, ob wir sie mit dem Bus da hinten... ob wir die mit dem Bus von hier nach da hinkarren lassen und die glücklich werden. Zusätzlich müssen wir natürlich noch die Sachen einkaufen. Und... Schulschluss, würde ich sagen. Bis dann.